Unten geht's vielleicht zur Lava. Da haben wir noch was. Oh shit. Das war ein Creeper. Aha, hier haben wir ja Lava. Hier könnte es Redstone geben. Aber Rubine nehmen wir natürlich auch erstmal mit. Die brauchen wir noch von Segen, wenn wir da wieder irgendwas bauen wollen. Ach, das ist Kohle. Das nehmen wir natürlich nicht mit. Brauchen wir nicht. Dann hier dieses Magiezeug. Es gibt gut XP. Ah, da unten haben wir auch schon Redstone. Ach, das war ja so klar. Gut, dann müssen wir aber irgendwie nach da unten. Komm, müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Hoffentlich kommt da kein Monster da oben. Wird mir ein Creeper angezeigt. Aber der ist ein bisschen weiter weg, glaube ich. Hätte Wasser einmal mitnehmen müssen. Hätte die Burak-Taktik machen sollen. Naja. Die bringt es eigentlich schon teilweise echt. Mann! Ja, ich schwöre, da stimmt was nicht. Ja, keine Ahnung, was da los ist, Bro. Theoretisch gesehen müsste es so funktionieren. Ich komme gleich zu dir, okay? Ich habe jetzt ein bisschen Redstone gefunden. Das baue ich jetzt noch ab. Dann komme ich zu dir. Nicht, dass jetzt hier irgendwas reinkommt. Muss die Sonne auf dem obersten Punkt sein, um Strom zu liefern? Wenn du auf Solarpanel klickst, dann siehst du da so eine Sonne. Wenn die leuchtet, dann hat das Solarpanel Sonnenlicht. Gut, dann müsste es Strom haben. Warte, ich komme gleich. Ja gut, ciao Höhle, wir sehen uns ein anderes Mal. Wir gehen jetzt mal Burak helfen. Müssen wir nur noch den Ausgang finden. Na, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was, können wir noch mitnehmen. Es liefert gar keinen Strom. Hier haben wir noch Eisen, nehmen wir noch mit. Junge. Du sollst so machen. David, ich brauche Hilfe. Ich komme ja. Ich muss hier noch einen Ausgang finden. Nein, der war nicht in dieser Richtung. Eher so in diese Richtung, würde ich sagen, oder? Hier entlang vielleicht? Digga, mein Haus sieht einfach so cool aus. Nee. Aber da hinten ist dieser eine Gang von mir. Ja doch, ich hab nicht mit ihm. Und es ist wieder asynchron, das kann doch nicht sein. Asymmetrisch. Jetzt meine ich doch. Hier muss jetzt ist es perfekt. Rein. Hier entlang vielleicht. Oh, oh, oh. Ne, da waren wir ja gerade. Walla, Bruder, wenn das jetzt nicht geht, dann muss man halt wieder mit dem Generator ran, ne? Ich helfe dir gleich. Einen Moment, bitte. Ich weiß nicht mehr, wo ich kam. Hast du eigentlich noch das Portal in der Höhle? Ja. Ehrlich? Ja, aber in der anderen Höhle. Ach so. Wenn das mit dem Messerator nicht geht, dann muss das doch... dieser Richtung gekommen? Nee, oder? Guck mal, hier haben wir noch Sachen. Nee, hier war ich noch nicht. War ich hier schon? Nee. Kompressor? Nee, Alter, falsche Richtung. Kriegt denn ein Kompressor her? Den musst du bauen.
Hier, Kompressor. Wie baut man den? Machine Block, Stone, Stone und ist da. Ich habe keinen Bock, mich wieder rauszubauen. Das ist so nervig. Okay, in diese Richtung ist mein Home. Das heißt, ich versuche jetzt einfach mal in diese Richtung zu laufen. Dann werde ich wahrscheinlich auch schon den Ausgang finden. Wenn ich hier in so unbeleuchtete Gänge reingehe, da bin ich halt echt nicht gekommen, Alter. Du suchst echt den Weg raus. Ja, ich habe keinen Bock, mich wieder rauszubauen. Das ist so nervig. Da geht nur meine Spitzhacke unnötig drauf. Ich finde schon den Ausgang, keine Sorge. Hier ging es lang, bestimmt, Alter. Bestimmt. Da oben ist ein Enderman. Au. Brauche ich nur noch Stone? Kupfer nehmen wir natürlich immer mit. Weiß ich, wäre in irgendeinem leicht abgelegenen Gang, aber hier ist es echt schwer zu finden. Von angekommen ist. Zum Glück gibt es diese Map, da kann man sich ein bisschen orientieren. Die ist echt ziemlich hilfreich, die Maps, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Allein dieses Latest Death. Ja. Schon super praktisch, muss man sagen. Ah, guck mal, jetzt ist vorne, dann hat aber schon jemand gefunden gehabt. Geh ich einfach mal hier entlang, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Einer noch, schneller. Ah, zack, jetzt habe ich auch noch meinen Kompressor. Den braucht man anscheinend. Oha, ich komme mit dem Ausgang nahe, glaube ich. Oh yes, ich bin draußen, hab den noch... Hab den naturellen Ausgang gefunden, Burak. Was hast du üb? Oh, das ist ja sogar Marble. Kannst du ihn mitnehmen, bitte? Die Marble. Mhm. Da ist sogar Kupfer an der Erdoberfläche. So. Gut, dann komme ich mal zu dir. Muss ich hier ein bisschen außen rumlaufen. Ich habe gar keine Ahnung, von welcher Seite ich komme. Ich bin in der Nähe vom Spawn, glaube ich. Ja. Ist hier dein Name? Soll ich den Portal runterwerfen? Nee, ich komme schon hoch. Ich bin ja schon fast oben. Okay. Ich meine, hier übe ich auch meine Jump'n'Run-Künste, wenn ich hier hochjumpe. Kann ich Kevin in Jump Frontier schlagen. Okay, Burak, hier hast du erstmal ein bisschen Marmor, das ich da gefunden habe. Ich bring's dir mal runter. So. Okay, wie hast so, du das Ganze jetzt gemacht? Ich mal... Warte. Der Extractor hat doch Strom, mal. Oder? So, der Generator ist draußen. Okay, das müsste eigentlich stimmen. Machen wir das Kabel wieder dran. Hey, mach mal Sticky Resinen in den Extractor. Was? Mach mal Sticky Resinen in den Extractor. Sticky was? Sticky Resin, das Zeug vom Baum, vom Rubberbaum. Wohin rein? In den Extractor. Da macht. Ja, die Bedbox ist ja jetzt voll gerade, deswegen. Mach ihn einfach mal rein. Ich hab kein Sticky Resin, Junge. Oh, hast du einen Tree Tap? Ja, hast du bestimmt. Du musst. Was ist ein Tree Tap? Das Ding oder was? Hier. Ja, genau. Von diesem Tree-Tap gehst du ja zu diesen Bäumen bei Adi und holst dieses Zeug ab. Und das ist Sticky Resin.
So, ich hol mal was. Oder Sticky Resin oder wie das heißt. Keine Ahnung. Hier noch ein bisschen mehr da. Okay. Gut, da haben wir noch ein bisschen was. So, und das machst du jetzt in den Extractor rein. Oder du machst dieses Rubberwood-Holz von dem Baum, machst du in den Extractor rein. Und daraus kriegst du ja ein Rubber aus. Rubber brauchst du diese Isolierungen für die Kabel und sowas. Ja, ja. So. Ich hab Rubber. Und jetzt mach das mal da rein. Das funktioniert ja. Der Strom wird abgezogen. Aber die Frage ist jetzt, kommt jetzt gleich neuer Strom rein? Warten wir mal ein bisschen. Nein. Jetzt warte mal kurz. Gut, jetzt machen wir das wieder raus. Jetzt müsste eigentlich der Strom aufgefüllt werden. Warte, machen wir das auch raus. Jetzt müsste eigentlich aufgefüllt werden. Okay, da kommt kein Strom nach. Das ist natürlich schon mal scheiße. Das heißt, das Ding arbeitet nicht wirklich richtig. Aber guck mal, das Solarpanel müsste, wenn da jetzt eine Sonne leuchtet, müsste es... Naja, kein Wunder, es ist ja auch Nacht. Ja. Machen wir jetzt schnell Tag. Okay. Jetzt machen wir nochmal den Test. Wenn kein Strom kommt, müsste es aufgefüllt werden. Es wird immer nicht aufgefüllt. Ja, das ist echt komisch. Vielleicht ist einfach die Entfernung zu weit, dann reicht es nicht fürs Goldkabel. Gold sollte 32 Dinger weiterführen, steht da. Oder vielleicht hast du das Gold... Vielleicht hast du das Goldkabel irgendwie zu weit, irgendwie falsch an das Solarpanel angeschlossen? Ich weiß es nicht. Aber dann wird's ja nicht leuchten, oder? Ah, hier. Insulated Gold Cable 0,45 EU 1 EU every, also alle 2,22 Blöcke verliert das Goldkabel 1 EU. Wie viel hat das? Ich habe null Ahnung. Jetzt gehen wir mal auf dieses Copper Cable. Das verliert 1 EU. Hä, das Kupferkabel ist besser. Echt? Das verliert ein Ding alle 5 Blöcke. Voll wie unnötig. Versuch's mal mit Kupferkabel, wenn es dann nicht geht, dann ist es vielleicht auch fürs Kupferkabel zu weit, aber es müsste eigentlich gehen, oder? Das ist doch gar nicht so weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab kein Kupferkabel mehr, verdammt. Doch, da liegt noch. Warte, ich muss. 3, 3, 4, wo? Oder? 6. Warte, ich mach mal einen. Komisch. Hast du das hier drin noch 6 Rubber, gell? Ich bring's dir mal hoch. Das brauchst du nämlich als Kupferkabel. Oh, jetzt zack. Mach's mal hin. Kann man Kupferkabel an Goldkabel anschließen? Da kann man. Ist eigentlich gehen. Okay, bevor die Bedbox jetzt ganz leer wird, machen wir das mal lieber raus. Haben wir noch irgendwas zu essen da? Ne, müssen wir gleich was holen. Okay, hä, es wird immer noch nicht aufgeladen. Was ist das denn? Warte mal, Burak. Gib mal das Goldkabel her. Gib mal 2 Goldkabel her, bitte. Ja, habe ich hingelegt. Warte, hier ist noch dein Zeug zurück. Das geht alles dir. So. Hä? Warte mal, ist das der Au... Das ist doch der... Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das da in der Output? Hast du gerade die ganze Scheiße abgehört? Nein.
weit? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist da. Nee, das da. Das stimmt schon, dass es da. Nicht, dass der gelbe Punkt der Output ist. Und das andere der Input. Das stimmt schon. Ah. Also ich blick das nicht, Bora. Keine Ahnung, was es liegt. Warte mal, wir können was anderes aus. Oh, ich bin so inkompetent einfach. So. Wir können mal versuchen. Mach mal das Solarpanel einfach mal. Keine Ahnung. Mach das Solarpanel mal einfach dahin. Einfach hier drauf. Warte. Hier drauf, warte. Da drauf. Wo drauf? Mach's einfach mal. Da drauf? Ja. Es hat immer, weißt du, es hat immer noch Sonne. Aber es fühlt sich trotzdem nicht auf, Alter. Hä? Also die Strecke ist eindeutig nicht so weit. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. WTF? Out EU 32. Solarpanel hat Strom. Warte mal, Burak, hier kriegst du mal deine Kabel wieder. Ich geh mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ich sag null Ahnung, an was es liegt. Das ist echt komisch. Vielleicht ist die Badbox irgendwie kaputt oder so. Vielleicht dann nicht. Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Das ist echt merkwürdig. Weil ich meine, das Solarpanel ist richtig eingeschlossen, auch wenn es ganz nah dran ist und es hat Strom. Es leuchtet ja, dieses Solarpanel. Komisch. Weil ich habe im Prinzip habe ich meine Schaltung nicht anders gebaut als bei dir. Ich habe da auch mein Kabel, was in die Badbox reingeht, vom Solarpanel aus. Und es funktioniert auch alles. Und ich habe auch von unten das Solarpanel angezapft. Und die Badbox habe ich die von. Ich glaube, die habe ich auch von der Seite. So wie du eigentlich. Und das Output habe ich auch das Gelbe genommen. Es müsste funktionieren. Theoretisch. Shit. Ich habe kein Essen mehr, ich muss laufen. Na egal, zum Glück haben wir hier eine kleine Weizenfarm. Die hoffentlich bald nicht klein ist, sondern groß. Ah, da haben wir noch eins. Ich baue jetzt einfach mal die Bedbox ab und baue sie nochmal hin. Okay, macht's mal. Okay, so natürlich nicht, ne? Dann töten wir jetzt auch noch eine Kuh, die können wir dann auch noch essen und dann ist unser Hungerproblem beseitigt. So, und tschüss. Keine Ahnung, Alter, ich krieg keinen Strom, Mann. Es ist echt komisch, ich verstehe nicht das Problem. Verstehe nicht, wieso das nicht geht, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal echt das. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Alter, ich muss jetzt echt mal was irgendwas essen. Voll behindert. Ja, Mann. Kann man noch irgendwie anders Strom machen? Nee. Halt mit dem Generator hat es ja funktioniert. Ich hab das so von hinten von der Seite reinkommen lassen. Ich hab das auch nur zwei entfernt. Da ist der Ausbau. Bei mir funktioniert das. Das ist echt merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. An was liegt das denn nur? Probier jetzt was. Im Prinzip hast du nichts anders gemacht als ich. Das war aber noch da oben.
So. Wow, das war doch zu weit weg. Ehrlich? Ja. Boah, dass nur so wenig Blöcke kann, das verwundert mich jetzt ein bisschen. Was gibt's denn noch für Kabel? Gut, dann probiere ich das jetzt mal mit Goldkabel. Mal sehen, wie lange das hält. Kann man es nicht irgendwo sehen?